Das wäre voll geil, wenn ich das echtes Tattoo hätte. Also wirklich, ich finde es voll toll. Und dann habe ich mir hier gerade noch ein paar Sternchen hingemacht. Genau. Mich beschäftigt gerade viel. So, ich denke halt so über meinen Vater nach. Habe auch mit meiner Mutter geredet und sie meinte halt, dass er halt wahrscheinlich ja narzisstischer Psychopath ist. Und das habe ich auch schon eigentlich eine Weile vermutet. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall Dinge, wie er dazu geworden ist. Aber ja, dennoch scheiße. Und ich bin mir halt unsicher, wie das mit dem Treffen ist. Also es gab Momente in letzter Zeit, da hatte ich gar keine Angst davor, weil ich so arg transzendiert war. Gerade ist es wieder so ein bisschen mulmig, weil ich weiß halt nicht, ob er tatsächlich sowas wie Schuldgefühle empfinden kann. Oder ob zum Beispiel der Brief und so jetzt wirklich nur aus Imagegründen mir geschrieben wurde. Weil ich ja, ich hatte mal so einen Suizidversuch und das hat sich dann in der Ortschaft, wo mein Vater wohnt, halt ziemlich rumgesprochen. Und ja, ich denke, dass er dann wahrscheinlich nicht so toll dastand. Und ich weiß halt nicht, ob er wirklich sowas wie Reue empfindet. Oder ob das halt der Brief und alles nur aus Imagegründen ist. Genau. Bei meinem Bruder ist es halt so, der wünscht sich halt auf jeden Fall eine Entschuldigung. Ich glaube auch, aber mein Bruder glaubt um einiges mehr. Und ich weiß halt nicht, also wenn mein Vater das macht, ob das dann wirklich so eine aufrichtige Entschuldigung ist, wenn er es überhaupt macht. Und genau, je mehr ich transzendiert bin, umso weniger kann man ja an mir haften. Und da ist gerade auch so die Sorge, dass sein Ego dann sich so arg aufplustert, weil ich meine, bei so einer Erkrankung ist man ja eigentlich ziemlich im Verstand. Und je mehr man da drin ist, umso mehr kann sich das dann aufplustern, wenn man nicht loslässt. Und dann ist die Sorge, dass mein Vater halt irgendwie wieder ausrasten könnte oder so wie früher. Ja, ich weiß es nicht. Aber was für eine Idee ich hatte, ist einfach, ihm jetzt mal einen Brief zu schreiben nach all den Jahren. Das mit dem Treffen, ich habe keine Ahnung, ob ich das mache oder nicht. Aber genau, ich schreibe ihm einen Brief und schreibe da eigentlich dann hauptsächlich nur rein, dass ich eine Biografie schreibe. Ich habe letztens die Zeugen Jehovas ein bisschen getrollt. Und es war echt lustig. Aber das Gespräch war relativ kurz. Es war so lustig, die dachten, keine Ahnung, die haben sich so voll gefreut, jemand geht auf uns zu und dann ihre Gesichter nach ein paar Sekunden, das war so Gold wert. Ich war aber nicht gemein oder so. Ich war einfach nur lustig. Und nachher habe ich noch einen Termin beim Seelsorger. Ich weiß noch nicht, wie das wird, aber mal schauen. Ich habe wieder ein paar fancy Sachen aus der Stadt mitgenommen. Einmal wollte ich die mal ausprobieren, den habe ich noch nicht getrunken. Oh nein, mein Bett! Ich habe ein Räucherstäbchen geschenkt bekommen. Okay, ist gut, dass ich werde eh bald entlassen. Ich glaube, ich beziehe es nicht nochmal neu. Genau, das ist von einer Pflege. Die hat mir so erzählt, dass er auch so in den 70ern aufgewachsen ist und so. Und genau, da hat sie mir das geschenkt, weil. Ja, und ich habe ihr dann auch so ein abwaschbares Tattoo geschenkt. Oh, Bett. Scheiße. Genau. Und die zwei habe ich mir noch mitgenommen. Und ich habe ihr auch noch einen von den Teebeuteln geschenkt. Und was ich auch angefangen habe zu machen, ist Obdachlose umarmen. Ich meine, wenn man selber nicht so viel Geld hat, kann man denen dennoch da ein bisschen Freude schenken. Und keine Ahnung. Also ich finde, es fühlt sich auch selber für einen voll gut an. Und ich meine, einmal hatte ich den Ausschlag an der Hand. Aber es kann auch sein, dass es nur psychosomatisch war. Weil einer der Obdachlosen hat sich im Untergeschoss von der Klinik versteckt gehabt. Und ich glaube, der hatte sich Heroin gespritzt, weil der war im Wäscheraum und da wollte ich gerade meine Wäsche rausholen. Und da habe ich den zufällig dann gefunden. Und ich habe dann heimlich so, ich glaube, der hatte was zum Armband binden oder so dabei und das habe ich ihn dann gemopst. Und das hatte ich halt angefasst. Es kann sein, dass ich davon Ausschlag hatte. Oder dass es halt irgendwie psychosomatisch war, ich weiß es nicht. Und ja, vorhin habe ich wieder eingetroffen und keine Ahnung. Also, es fühlt sich einfach schön an. Ich glaube, Fantasie und Blödsinn machen gehören aber auch dazu. Aber das hat, glaube ich, auch irgendwas mit Liebe zu tun. Oder?
hier so ein Einhorn der vielen Elemente. Und da wird ein Tattoo erschaffen. Für mich. Ja. Mir hat eine von der Pflege erzählt, dass sie so in den 70ern groß geworden ist. Sie hat mir ein Räucherstäbchen geschenkt. Das hole ich gerade aus. Heute Nachmittags habe ich schon mal angezündet und habe mich schon gewundert, dass es irgendwie bei mir eher so die Gedanken anregt, anstatt dass ich davon ruhiger werde. Ich glaube, ich weiß es warum. Da ist Patchouli drin. Und es kann gut sein, dass mein Vater irgendein Parfüm benutzt hat, das nach Patchouli roch. Also irgendwie, wenn ich so mich reinfühle, verbinde den Geruch irgendwie mit meinem Vater. Und ja, kurz bevor meine Mutter dann mit mir und meinem Bruder von meinem Vater dann ausgezogen ist, weiß ich noch, dass mir halt auch so vom Geruch von meinem Vater schlecht wurde und so, weil ich so viel Angst hatte. Und ja, ich bin gerade dabei, das irgendwie zuzulassen. Ich glaube, von Schuli werde ich dann nicht mehr zum Entspannen nutzen, sondern nur, wenn ich weiß, ich kann das gerade verarbeiten, weil so war das halt eher quasi unerwartet, dass das gerade alles passiert ist. Ja. Stell mir vor, ich würde hier in diesen Stuhl hineinfließen. Das Gefühl ist voll schön. Also auch einfach so diesen ganzen Kopf fließen zu lassen. Das hilft mir irgendwie beim Loslassen. Einfach so dahin schummern. Hinabgleiten. Herumgleiten. Herumschweifen. Und schweben. Sterne sind was Schönes. Gleich schaue ich noch Flucht der Karibik 3. Irgendwie, man kann von voll vielen Liedern so voll viel so mitnehmen oder von Filmen und irgendwie Texte und so. Also irgendwie, ich fühle das irgendwie auch so voll mit. Und also ich finde, von Flucht der Karibik kann man teilweise auch wirklich was so mitnehmen, was so Erleuchtung angeht. Und so manche Darstellungen so, man ja teilweise auch so als Metaphern betrachtet. Und es war irgendwie gestern voll lustig. Da ist ja eine, die glaubt so voll an Engel und so. Und dann bin ich halt mit reingekommen. Das war, glaube ich, der erste Teil, als wir den gerade angeschaut haben. Und da gab es diese eine Szene. Zum Teufel mit dem Kodex. Das sind doch nur Richtlinien oder so ähnlich. Und sie ist halt jemand, der sehr so an Worten haftet, was so die Bibel angeht. Und ich finde, man kann die Bibel auf jeden Fall als Werkzeug so benutzen. Aber ja, eben nicht an Worten haften. Und es war ziemlich lustig, wie denn so Jack Sparrow so diesen Kelch so in der Hand hält und so. Ich denke, das haben die auch mit Absicht gemacht. Ich würde denen schon zutrauen bei so hochwertig produzierten Filmen, dass die dann solche Sachen so mit auf sich einbauen. Ja, und ich meine, ja, es ist ja auch noch nicht fertig, das Mal Ayahuasca von meinem Freund. Da habe ich bei diesem Kelch, dem Ayahuasca-Kelch, so eine 42 hingeschrieben. Ich habe einen meiner Witze festhalten, die ich letztens gebracht habe. Ein Witze-Tagebuch der Alex. Je mehr man mit sich im Reinen ist, umso eher kann es halt einem passieren, dass man irgendwie auch angequatscht wird oder so. Aber nicht nur, es gibt auch Leute, die denken dann auch negativ über einen. Also es ist nicht so, dass alle einen automatisch mögen. Aber man hat auf jeden Fall, ja, wenn man in so einem Zustand ist, halt eine gewisse Ausstrahlung. Weil man halt einfach auch diese Selbstliebe ausstrahlt und so, eine Selbstsicherheit und so.
Und ein Typ hat mich halt dann so angequatscht, was geht. Und ich meinte dann, ich gehe. Ich habe gestern mit meiner Gesichtsbemalung einfach geschlafen. Und ja. Ich habe mich gerade noch abgeschminkt. Vielleicht liegt es ja noch ein bisschen. Heute ist mein letzter Tag. Gestern habe ich noch voll die lieben Geschenke bekommen. Und anderen so eine Kette. Jetzt verschiedene Sorten. Die Piratin und allerdings, ich bin auch müde. Einhorn, genau. Das Einhorn. Fragen auch zu welche, aber in anderen Farben. Meine Farbe ist die Sorte Liebe. Finde es fast ganz gut. Genau. Was ist sonst noch passiert? Ich habe gestern noch mit meinem ehemaligen Deutschlehrer gesprochen und habe mich zu Berliner Stadt gesehen. Ich merke, dass der Zustand so ein bisschen nachlässt, aber das ist auch okay. Weil, ja, ich denke halt einfach dadurch, dass ich so krass viele Glücksgefühle hatte. Und das ist eine Phase, wo es nicht ganz so viel ist, aber wenn ich da mitgleite, dann geht das, glaube ich, auch. Das ist einfach, weil das Gehirn sich, glaube ich, auch erst um sowas Krasses gewöhnen muss. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass ich sowas hatte, aber ja. Und ich habe ja auch irgendwann so gedacht, wenn man so, oh, ist das schön, wenn man so zurückrutscht. Dass man dann wahrscheinlich einfach noch irgendwelche Erfahrungen machen muss, irgendwelche Lektionen lernen muss. Und ja, gestern Abend war echt lustig. Saßen so im Zimmer von einer Mitpatientin, wir haben, wie gesagt, uns angemalt. Und dann später noch so draußen getanzt. Und, ja, ich habe getanzt wie auf MDMA. Bisschen auch wie auf LSD. Für immer. Ich bin gerade ein bisschen angepisst auf die Pflege, weil die Gepardin hatte gestern das erste Mal, glaube ich, den Fall. Ich muss noch mit ihr reden, also ich habe es bisher nur so grob mitbekommen. Und so, da war nach 3 oder 4 Minuten wieder rausgerissen. Heute beim Tai Chi war es dann wieder so. Ich habe dann versucht, sie auch da ein bisschen durchzunavigieren. Damit sie halt, also sie war immer wieder so nah dran an der Ego-Transzendenz. Und ich glaube, wenn sie diesen Fall komplett zulässt, dass sie dann da hinkommt. Auf jeden Fall war sie halt nicht mehr ansprechbar und so. Und dann haben die halt wieder Ammoniak geholt. Und da hat sie auch nicht drauf reagiert. Und keine Ahnung, also die raffen einfach alle nicht, was da passiert. Und ich habe denen gesagt, dass ich weiß, was das ist. Aber das kotzt mich gerade einfach nur an. Dann wurden wir halt alle auch rausgeschickt. Und keine Ahnung, es kotzt mich echt an. Also ich hoffe, dass es ihr da nicht kacke geht. Und wenn man den Fall abbricht, kann es einem nicht so gut gehen. Das war bei ihr halt auch gestern so. Ja, und notfalls schnappe ich sie mir irgendwann, wenn sie Lust hat. Und ich versuche sie dann so durchzunavigieren, dass es die Pfleger nicht mitbekommen. Aber ja, und das kotzt mich einfach voll an. Weil die halten das, glaube ich, für irgendwelche Dissoziationen oder so. Aber es ist halt einfach dieser innere Fall vor der Ego-Transzendenz. Und es nervt. Also, ich hatte ja eigentlich so den Wunsch, Psychologie und Spiritualität irgendwie ein bisschen mehr zusammenzuführen. Aber, also ich habe das Gefühl, so ein paar Sachen haben sich auf der Station verändert. Also ich merke, dass einige Pfleger irgendwie mehr Mitgefühl haben. Aber irgendwie, ich fände es toll, wenn es Transzendenz einfach auch ein allgemeines Thema in der Psychologie wäre. Und, keine Ahnung, aber irgendwie, als bei mir das halt immer mehr kam, haben die zuerst auch kurz vermutet, ich hätte eine Psychose. Haben aber gemerkt, die Symptome sprechen
nicht dafür. Ich war ja auch, ich habe zwar anders geredet als sonst, teilweise auch so ziemlich metaphernreich und so und bin mit lustigen Outfits rumgelaufen, zum Beispiel mit Blumenkranz und Katzenöhrchen oder sowas. Aber ja, ich verkleidete dich, obwohl ich so manchmal auch mit Absicht verworren geredet habe, weil Sprache lustig ist, war ich gleichzeitig eben auch klar im Kopf, aber irgendwie, keine Ahnung, die haben dann kurz sogar überlegt, mich in die Geschlossene zu stecken und das kotzt mich an, also obwohl der Chefarzt eigentlich von Transzendenz Bescheid weiß, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen gefrustet gerade. Ich hoffe, ihr geht's gut. Aber wenn es ihr jetzt wieder schlecht geht, nur weil die Pfleger den Fall abgebrochen haben, dann bin ich echt sauer.